Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Minecraft-Let's Play. Letzte Folge haben wir ja angefangen hier. Was heißt in der letzten Folge? In den letzten 10 gefühlt, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, sind wir dabei, hier Terraforming zu machen, unsere Felder anzulegen, unsere schöne kleine Pergola hier zu machen. Oh, ist die lecker Schmecker hier, ne? Das gefällt mir. So, die erste Felder haben wir auch schon hier so richtig angesetzt. Da wachsen die Kartoffis. Jetzt müssen wir weitergehen mit den nächsten, ne? Also, haben wir noch irgendwas von all den Sachen hier im Inventar? Ich glaube, wir hatten alles drin. Ja, wenn ich jetzt frage, was erzählst, dann muss ich auch wissen, was du im Inventar hast, Leute. Ich habe keine Ahnung, was soll ich mir dabei habe, ne? Das müsst ihr schon langsam, so langsam wissen. Und dann wird das auch so. Pass auf. Ich habe aber das kleine Problem, dass wir hier Tropenlaub haben, ne? War nicht hier oben noch irgendwo ein Block, der gefehlt hat? Guck mal, hier steht sogar noch ein Skeffy Tower. Guck mal, warum stehst du denn hier rum? Guck mal da. Das war doch Tropenlaub, oder? Ich hoffe mal einfach, dass es welches war. Ich weiß es schon nicht mehr, Leute. Siehst du, ich habe es gebaut. Doch, es war's. Da kann man die Skeffis hier wegmachen. Hallo, Schweinchen. Ich hoffe, es geht dir gut soweit. Bei mir läuft es sehr gut. Ach, das sieht toll aus. Sieht wirklich toll aus. Mir gefällt das. Mir gefällt das richtig. Hier oben auch mit den Steinen hier so ein bisschen eingearbeitet, ne? Den Kacheln. Das ist richtig cool. Hier unsere Glowberry Farm, die wächst. Sehr, sehr, sehr schön. Vor allem, da wachsen noch Glowberries dran, ne? Sehr geil. Okay, pass auf, wir brauchen dann jetzt ein bisschen Laub hier, ne? Eichenlaub, das brauchen wir. Das hier können wir mal kurz tauschen. Wir haben einen einzigen Weizen-Seed. Really? Naja, egal. Hier war auf jeden Fall irgendwo noch eine Stelle. Ne, lauf mal außen. Oh, hier muss man die Bank noch bauen, ne? Ich war gerade noch am Überlegen, bevor ich angefangen habe, was soll ich denn heute so machen? Ich bin so ein bisschen ne? Aber ich bin müde. Ich bin wirklich müde. Zurzeit, aber ist egal, das kriegen wir wieder hin, ne? Nur weil man müde ist. Super, der hat noch gefehlt, da habe ich ihn doch irgendwie so grob dran erinnert. Da haben wir schon wieder zwei Sachen korrigiert hier, bevor die To-Do-Liste wieder weiter wächst. Und mir ist noch aufgefallen, ich hatte gesagt, ich möchte also entlang von diesen Abtrennungen hier, ne, von dem Laub, wollte ich einfach noch einen Weg reinpappen, aber das hat er nicht auch vergessen. Ist aber nicht so schlimm, ist nicht so schlimm, lassen wir so, ich finde es aber sehr schön so, muss ich sagen, ne. Ja, gefällt mir wirklich sehr gut. So, wenn ich jetzt frage, warum ich noch kein Wasser gesetzt habe, also das wird noch kommen, aber ich muss mir da noch einen Plan ausklügeln, wie, wo, was, ne? Das ist halt so. So, pass auf, das hätten wir gemacht. Dann ist die nächste Frage, was pflanzen wir hier hin? So, wir bräuchten irgendwas, was schön aufgeht. Der Weizen würde sich im Endeffekt gut hier reinfügen, weil hier ist so grün und da haben wir so Rottöne, ne? Bis hin zu, ja, was ist denn das, so Lila-Töne. Ich dachte, da würde was Gelbes sehr gut hier reinpassen. Aber das hier ist mir ein bisschen zu klein für ein Weizenfeld. Muss ich ja mal auch mal ganz ehrlich gestehen, ne? Also, habe ich mir jetzt eine Falle gebaut hier? Nein. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Was aber auch schön aussehen würden, wären Kürbissen hier, ne? Oder Wassermelonen. Oh, yes. Was soll man denn machen? Kürbis habe ich gar nicht dabei, sehe ich gerade. Aber ich könnte hier mal ein bisschen ausräumen gehen. Nur so dezent, damit wir hier ein bisschen... Irgendwann schaffe ich es, hier durchzufliegen. Egal, wie viel Schade ich erleiden werde. Mir ist das egal. Irgendwann kriege ich es hin. Hundertprozentig. Pass auf. Wir laden ein bisschen aus. Hier waren noch die Blätter. Und dann möchte ich gerne mal das Eichenlaub hier hinlegen. Vielleicht brauche ich es später noch. Aber das Tropen brauche ich dahin. So, pass auf. Das hatten wir doch schon mal gut gemacht. Die Blümchen. Das war Flieder. Den haben wir doch da hinten gepflanzt. Ne? Das heißt, den könnten wir ja theoretischerweise rauslegen. Der Flieder. Dahin. Und dann überlege ich nochmal drüber, oh, was aber auch schön aussehen werden, wenn hier die Süßbeere, ne, weil die ja, wenn die ja ausgewachsen sind, die Beere so drin haben. Das wäre aber auch schön. Auf der anderen Seite, man kann sich da schnell dran verletzen, ne. Das ist nicht so cool. Not so cool. Pass auf, die Erde möchte ich noch rauslegen, damit wir ein bisschen mehr Platz kriegen. Also wir starten wieder, wie gewohnt, schön gemütlich in die Woche, ne, ohne Stress, ohne Hektik, ohne Sonstiges. Also komm erstmal runter, Junge. Okay, habt ihr ja recht. Ich komm erstmal runter, so... Ne, setz dich mal richtig hin, vernünftig, lehn dich zurück. Ah, guck mal, ist doch geil so. Die Rosen, ich glaube, davon haben wir jetzt mittlerweile mehr als genug da oben drin stehen. Die könnten wir jetzt auch hier lassen, ne? Also, da muss man ja auch nicht übertreiben. Das ist nicht die? Du bist komplett in der falschen Ecke. Ich würde die mal nehmen, die hier. Ja, die hier wird besser funktionieren damit. So, dann legen wir die dahin. Und Tulpen müssen wir natürlich auch noch mitnehmen. Aber dazu kommen wir später. Mir fällt aber auf, wir haben gar keinen Weizen oder fast gar keinen Weizen. Und ich möchte noch gerne Zuckerrohrfarmen bauen. Ne? Also die müssen wir natürlich genauso also 1, 2, 3 automatisieren wie die Bambusfarmen. Vielleicht kombinieren wir die zwei doch einfach, dass man so eine Bambus-Zuckerrohrfarm macht. Ne? Aber da bräuchte ich noch Wasser. Aber das ist ja auch kein Problem. Das kriegen wir ja hin.
Sollten wir mal drüber nachdenken. Weil Zuckerrohr wächst ja auch ziemlich schnell, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Und so viel werden wir auf Dauer ja auch nicht brauchen, wie die ja produziert. So, pass auf, mein Problem war aber den Weizen. So, da brauchen wir ja auch mal ein bisschen was davon, Weizen mitzunehmen. Hier, bam, nimm mal... Ah, komm, nimm direkt 2 Stacks. So, und dann Kürbiskerne, jo. Und hier war Wassermelone, ne? Melons. Wir nehmen mal die mit. Kaffeebohnen müssen wir auch noch machen, aber die kommen doch, soweit ich weiß, an den Stamm. Oh, die hätten wir ja auch noch. Also, ich muss mal gucken, wie der Samen von der aussieht. Von der Beere. Und dann hätten wir hier noch... Pass auf, die waren... Nein. Hier. Machen wir den trockenen Busch da rein. Da finde ich den Endeffekt sehr passend, ne? Ja, da passt der rein. Du setzt ihn dahin. Da steht der schöner. Okay, die Glowberries könnte ich aber theoretischerweise auch wieder rauslegen, ne? Weil die brauche ich ja jetzt auch nicht mehr. Die sind ja da oben gepflanzt und ich weiß nicht, was ich noch damit machen sollte. Pass auf, die Sonnenblumen, die brauchst du auch nicht mehr. Mach die dahin. Aber den restlichen Kram, den brauchst du auf jeden Fall. Die Frage ist nur, was für eine Platte legen wir uns auf das Wasser drauf? Das ist immer die Frage. Welche Farben nehmen wir? Nehmen wir irgendwas sowas wie Fichtenholz-lastiges? Es geht ja halt ziemlich gut unter in dem Gesamtkonstrukt. Weil ich glaube, so Schwarz-Eichenholz, das ist zu dunkel, das sieht man von oben, ne? Oder eine Birke. Das könnte sich auch schön dezenter einwirken, ne? Eine Birke wäre schön. Ich glaube, eine Birke machen wir da rein. Wir werden es aber rausfinden. Vielleicht ändere ich meine Meinung nochmal. Ich weiß es nicht. Wir werden es gucken. Ich glaube, ich hatte irgendwo nochmal 2 Eimer dabei gehabt. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich den gepackt habe. Doch, ich glaube, es ist mir wieder eingefallen. Ich bin aber da noch nicht so... Kannst du einfach mal da weggehen? Ach, die Schiene ist das Problem, ne? Du hängst jetzt deswegen fest. Komm. Super. Ja, so geht das, mein Freund. Genau so. Ja. Okay, pass auf. Ich glaube, das war hier in der Kiste, habe ich die reingelegt, ne? Nein. Wer glaubt, der nichts weiß. Ich gebe auch noch andere Kiste, wo ich glaube, wo es sein könnte. Wir gucken danach, ne? So, dann ist es hier in der Werkstatt. In der hier. Da könnte Wasser drin liegen. Ja, hier liegen auf jeden Fall mal die Eimer drin. Ich würde aber nur in dem Fall nur einmal mitnehmen, damit ich nicht so viel Stress kriege. Wegen Platzmangel und so. Pass auf, Hunger hat er auch noch, der Kerlchen. Er kriegt wieder alles gleichzeitig. Gleich hat er noch wegen Windpocken, wenn er so weitermacht, ne? Meine Güte, nehme ich auf. Ich nehme auf schon 8 Minuten und hat noch nichts gemacht. Aber manchmal muss man auch einfach mal seine Welt ein bisschen genießen. Ich finde es unfassbar idyllisch hier, ne? Oh, das ist schlecker, schmecker. Pass auf, hier kann man mal Wasser abzapfen in der Quelle, ne? Hallo, Block weg. Super. Und dann probiere ich hier mal zu den Kartoffis. Komm, geh einfach hier runter. Du stand Fluss hier. Wir wollen hier raus. Und hier sind die Kartoffis. Aufpassen. Nee, hier steht sie nicht gut. Moment, erstmal die Kartoffis widersetzen, ne? Das muss man hier machen. Moment, so. Einmal haken. Einmal setzen. Okay. Dann würde ich sagen, so. Hier wäre Wasser gut. Hier wäre Wasser sehr gut. Da müssen wir, wie gesagt, kein Stress jetzt, ne? Wir machen das schön entspannt hier. Ohne überhaupt irgendwas zu machen. Komm, die Erde kannst du rausschmeißen. Ich möchte aber nur gern eine Bücke nach unten nehmen. Kannst du dazu machen. Super. Ja, kein Stress hier. Schön easy, ne? Easy going. So, dann haben wir hier schon mal ein paar Felder gemacht. Also die sich verbinden. Hier brauche ich definitiv mehr als nur einen Eimer, ne? Da sind wir ja Stunden beschäftigt damit. Das ist ja Blödsinn. Ja, nee. Also, ruhig heute, habe ich das Gefühl im Spiel. Sagte er und schon ging es los. Ne? Wurde wieder rumgemurkst. Okay, pass auf. Bin mir noch nicht ganz sicher, welches Feld wir hier vorne hin machen. Ich würde aber sagen, ich glaube, eine Wassermelone würde sich dort sehr, sehr, sehr gut machen. Obwohl, die ist auch sehr grün nachher, ne? Vor allem, das ist keine Wassermelone. Nimm den Kürbis. Mach den Kürbis. Ich glaube, der setzt sich schön da ab. Der kommt schön mit Rot ins Zusammenspiel. Ja, wir machen das so. So machen wir das. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir es machen, ne? Weil er muss ja immer genug Platz haben, dass er wachsen kann. Das ist der Trick. Da kann man auf jeden Fall schon mal keine setzen. Da muss noch eine Rose hin. Das heißt, wenn wir hier einsetzen, der wächst hier hin. Und wenn ich dort ansetze, sollte der hier hin wachsen. Aber das wird er natürlich nicht machen, ne? Der wird nie so wachsen, wie ich das gerne hätte. So. Wir gucken mal einfach. Vielleicht haben wir ja Glück. Dass wir dann sagen, die sollen alle in die Richtung wachsen, ne?
Ja. Hier müsste man dann gucken. Hm, ich will auch nicht so viele Reihen machen. Und was ist, wenn ich den wegmache und ich setze den dahin? Und ich hätte gerne, dass er von hier dahin wächst. Ne? Ich weiß, das ist höchst unwahrscheinlich, dass er genau in die Richtung wächst, wie ich das gerne hätte. Aber man könnte ja mal hoffen, ne? Pass auf, dann du. Und du. Dahin wachsen, Junge, ne? Und dann machen wir hier. Da kann er schon mal dorthin nicht wachsen. Er muss dann dorthin wachsen. Dann mach ich hier genau das Gleiche. Wir zwingen ihn dann einfach in eine Richtung. Ja, so wie hier. Der wird dahin wachsen oder dorthin wachsen. Aber den kann ich ja wieder eingrenzen, indem ich sage, nee, du kannst nicht dahin wachsen, du musst hierhin wachsen. Dann wächst der dorthin und der wächst hierhin. Dann hätte ich hier noch einen frei. Der müsste dann theoretischerweise hierhin wachsen. Oh, ob das aufgeht. Niemals im Leben. Niemals im Leben. Wir gucken mal. Wir spielen das Spiel jetzt mal so ein bisschen durch, ne? Guck mal, hier könnte noch eine hin. Der kann dann da oder dahin. Ich hoffe, er wächst hierhin. Wir sollen schlafen gehen, ne? Oh ja, und sowas von. Sowas von. Juhu. Schön gemütlich hier rein, ne? Komm. Du wirst dich dran gewöhnen, nicht mehr zu schlafen, ne, Junge? Es tut mir leid, aber ich brauche auch Schlaf. Weil du beherrschst die Sonne immer noch nicht. Ja, guck nicht so. Sei nicht so aggressiv. Entspann dich. Ich mache wenigstens Tag. Ne, da kommen wir nicht mehr hoch. Schön gemütlich jetzt, ne? Schön easy going. Kein Stress hier, ne? Kein Stress. So, pass auf. Jetzt müssen wir weiter an der Theorie arbeiten, wie wir sie wachsen lassen könnten. Was aber höchstwahrscheinlich nicht machen werden. Der kommt dorthin, durch hätte ich gerne dorthin. Dann hätte ich dich hier gerne in die Richtung, hier hin. So, dann hätte ich den zu. Den müsste dann... Hier ist ein Block, der frei bleibt. Das geht. Das ist eine reine Theorie, Leute. Ich weiß, das geht so nicht auf, wie ich mir das vorstelle, ne? So. Hier hin. Und dann hätte ich dich gern... Also der hier, der wird definitiv hierhin wachsen. Also es würde mich wundern, wenn der sich entscheidet, in die Richtung zu wachsen. Dann würde er die Pflanzen kaputt machen. Ja, ich weiß, das machen die auch gerne mal zwischendurch. Aber wir hoffen einfach mal, dass es so funktioniert. Also der kann sich natürlich hier viel entscheiden, wo der hinwachsen will. Aber wir kriegen sie auf Dauer, kriegen wir sie so geleitet, dass sie dorthin wachsen, wo sie sollen. Ne? Hier ist einer hin. Wir können aber einfach ein Schachbrettmuster anlegen. Ne? Die müssten doch normalerweise... Ne, das möchte ich aber nicht. Ich möchte kein Schachbrettmuster anlegen. Komm, schmeiß die mal kurz eine Sekunde raus. Das möchte ich nämlich gar nicht, weil das finde ich, das sieht halt nicht schön aus. So, hier pappst du daran. Und dann wächst die hier hin. Dann brauche ich die. Ne, ich hatte gerne die. Und die soll dahin wachsen. Super. Das heißt, du musst im Endeffekt wieder... Danke. Würde er natürlich selbst auch machen, ne? Aber wenn es direkt gemacht ist, dann ist es dann halt Ruhe, ne? So. So, du sollst dahin wachsen, ne? Und du hierhin. Das heißt, dann müssen wir dich hier blocken mit der, dass die dahin wächst. Und natürlich in die Richtung, das müssen wir mal gucken, ne? Wenn sie nicht so schön wachsen, wie wir wollen, dann müssen wir halt die eine wegmachen. Dann wird die andere, die gegenüber ist oder die halt dorthin wachsen soll, dann wird die dorthin wachsen, ne? Kriegen wir aber irgendwie hin. Hoffentlich. Und was ist, wenn mal der sagen, die soll ich hier hinwachsen? Und dann würde ich hier eine setzen, die kann dorthin wachsen. Weil die wächst hierhin. Und hier hätte ich gerne eine, die dahin wächst. Weil die muss ja dorthin und die dorthin. Oder nach dorthin. Ne? Wie auch immer sie wollen. Ja, das hier könnte was werden. Und dann fehlen nur noch die hier. Wir gucken einfach, ne, Leute. Wir gucken. Das ist halt ein Entstehungsprozess, das hier, ne? So. Und hier könnte man dann sagen, okay, hier haben sie dann ein bisschen krasser und sauberer gearbeitet. Ne? Dann machen wir einfach die Felder mal so. Schnell zurück. Bam, bam. Und dann hast du nicht mehr genug Kürbissamen, ne? Da müssen wir noch ein paar holen gehen. Wir haben ja noch Kürbis. Kann man ja locker machen. Juhu. Blim, blim. Ach jo, Leute, so ist das halt, ne? Gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Ich bin da froh, dass das Projekt gut läuft bis jetzt. Es läuft wirklich sehr, sehr, sehr gut. Kann ich dich hier drin machen? Ich glaube, ja, ne? Hier pro Dings. 64. Passt nicht mehr rein. Oh, Mensch, ey. Truppen. Super. Bleib liegen, ne? Ich brauche die Kürbisse nämlich. Den Rest braucht man nicht. Nicht so wichtig. Nicht so wichtig. So, das Lager müssen wir auch noch fertig machen, aber erstmal das Projekt Garten, ne? Garten ist jetzt wichtig. Garten muss gemacht werden, sonst kriegen wir hier Stress. So. Aber ich mag das halt nicht, wenn das so akkurat ist wie das hier, ne? Das sieht so, keine Ahnung aus, wie so ein richtiges, ja,
Es wurde halt einfach geplant. Es ist nicht wild. Das hier ist wild. Seht ihr, Leute? Das wird wild. Müssen wir mal ein bisschen gucken, ne? Nee, also ich hab's ja jetzt gerade gemacht. Ich glaube, ich mach's schon wieder weg. Das gefällt mir einfach nicht. Wirklich. Und was ist, wenn ich sagen würde, guck mal, hier pflanzen meine hin. Die kann dann einfach so machen, als ob... Als, ne, würde sie wachsen. Das finde ich auch schön. Die wächst dahin. Dann hätte ich gern die, dass die dahin wächst. Für die zu blocken, setze ich hier eine. Dann wächst die dahin. Und dann muss ich hier noch eine setzen, für die zu blocken, ne? Dann probieren sie natürlich, sich auf den zu konzentrieren. Aber wenn die dorthin wächst, dann muss die hier hinwachsen. Weil dorthin kann sie ja nicht. So, dann hier, die dahin. Die kann dorthin wachsen. Die wieder hierhin. Und die kann dahin wachsen. Das ist hier wieder frei. Da können wir hier noch eine setzen. Die kann dorthin wachsen. Das sind reine Theorie, Leute. Ne? Ob das jetzt so aufgeht. Also ich bezweifle es. Ich bezweifle es wirklich. Ne? Weil die Pflanzen machen immer noch das, was sie wollen. Ne? Das darf man nicht vergessen. So. Die hier werden sich streiten. Ich hoffe nur, dass die dahin wächst. Und dann hätten wir hier eine frei. Ja, die kommt dahin. Du kommst dahin. Da kannst du dahin wachsen. Und dann würde ich sagen, du kriegst noch direkt einen Nachbar, der kann auch in die Richtung wachsen. Den soll hier hin wachsen. Oder dahin. Dann würde ich hier, der kann dahin. Da bleibt hier frei. Ne, dann setzen wir da noch eine hin. Mhm. Dann muss ich die hier wieder blocken, damit die in diese Richtung kommt. Ne? Hier ist auch frei. Die soll hier hin wachsen. Weil, ne, die ist ja belegt von dort. Ne? Die, die und die. Das geht ja nicht. Weg, weg, weg. Weg. Ja, das ist halt aufwendig, aber ich glaube, die Mühe lohnt sich, das zu machen. Wirklich, wirklich, wirklich. Man muss einfach, ne, das wird einmal aufgebaut und dann war es das. Es geht ja hier nicht darum, das irgendwie abzuernten. Es soll einfach nur fertig aussehen, ne? So als könnte man es machen. Das ist ja halt der Trick dabei. Ne? Und wenn wir irgendwo tatsächlich was zu essen bauen, dann bauen wir unterirdische Farmen. Ne? Bis aufs Weizenfeld, das ist ja klar. Das wird halt voll geballert und dann ist gut, ne? Okay, dann hier noch hin. Und dann möchte ich gern den setzen, weil der mir einfach so gefällt. Ne? Dass wieder auch mal zwei Stück wieder beieinander sind, so wie hier drei. Ne? Und dann hier so ein bisschen Schachbrettmuster. Und dann gucken wir mal hier hin. So, auf dich will ich dahin haben, dass nichts dahin wachsen kann, sondern hier. Und dann würde ich sagen, den für dahin. Super. Dann hier. Den kann dorthin wachsen. Und den würde ich hier hin wachsen lassen. Dann haben wir da voll, da voll. Da. Ja, super, ey. Super, super. Das gefällt mir. So, du hier hin. Jetzt musst du ein bisschen überlegen, dass du keinen Blödsinn hier machst. Würde ich die zwei noch machen. Da kann die dorthin wachsen und die kann hier hin wachsen. Und dann haben wir den Bereich hier noch frei. Das heißt, wir könnten hier eine neben dran setzen und die kann dorthin wachsen. Das ist so die Theorie. Mal gucken, was das in Praxis wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß halt auch nicht, ob die wachsen, wenn die gar kein Wasser haben. Doch, die hier ist schon leicht gewachsen, ne? Super, dann wachsen die früher oder später eh. Dann brauchen die kein Wasser. So, das finde ich gut. Okay. Du kannst dorthin wachsen und dann machen wir dich für hier hin zu wachsen. Ne? Dann mach hier die Mitte frei. Das finde ich nicht so schön. Dann sollst du dahin wachsen und du dahin. Ne? Weiß Bescheid, du musst hier hin wachsen, ne? Manny, du dahin. Du dahin. Haben wir klar. Ist das verstanden? Super. Das finde ich gut. Und du, ne? Nicht dahin, sondern hier hin. So. Und dann, du kannst dich entscheiden, entweder links oder rechts. Dann haben wir da einen Block, der frei bleibt in der Mitte. Das finde ich schön. Du? Ja, so? Das geht. Das geht. Das kannst du so machen, ne? Du wächst hier hin. Dann hätte ich dich gerne dahin. Und du auch hier hin. Dann, du kannst in die Ecke wachsen. Die Ecke, du wächst dahin, weil dich brauchen wir in diese Richtung. Das ist so geil, wie ich mit denen spreche, wo sie hinwachsen sollen. Die interessieren sich gar nicht darum. Ist mir schon klar. Die werden nur Blödsinn machen. Aber so ist das, ne? Ey, wenn du mir die kaputt machst, ne? Freundchen, dann hier. So sieht's aus, ne? Trip. Und das war's, ne? Garantiere ich dir. Hier wird nicht rumrandaliert. Sonst sperre ich dich irgendwo ein. Mir ist das egal. Hör mal. Der hat einen Schlafmangel, ne? Ich glaube, der schlafwandelt gerade hier rum. Guck ihn an, guck mal. Ich sehe dich, ne? Auch wenn du grüne Augen hast. Ja, Stalker! Wir haben einen Stalker! Was ist denn? Na komm, ich ignoriere ihn. Er war ein guter Lehrling, aber manchmal dreht dezent ab. Ich weiß nicht so richtig, was er hat.
Aber es kann nur der Schlafmangel sein. So, die zwei können wieder hierhin wachsen. Dann haben wir hier, also die dorthin, die hierhin, die hierhin. Dann haben wir die dorthin, die hierhin. Dann muss hier noch eine hin, dass die dorthin wächst, ne? So, dann haben wir wieder ein Schachbrettmuster. I don't like it. Ich brauche noch ein paar Körnchen, ne? Machen wir noch ein paar. So, fast ein Stack. Ein Stack ist immer gut. Sondern du dahin, hierhin. Dann hätten wir dich gerne für dorthin. Dich, dich, dich. Dann kommst du wieder für hierhin. Und dann würde ich sagen, hier. Das war ein bisschen schnell, ne? So, okay. Haben wir bestückt. So, die dahin, die dahin. Die dorthin. Das heißt, hier bleibt frei. Dann würde ich da noch eine setzen für hierhin. Jetzt kommen wir dann so langsam dahin, wo wir wollen. Du kommst dahin, das heißt, du musst hierhin wachsen. Und dann würde ich sagen, du, mein Freund, wächst dahin. So, du dahin, du dahin, du dahin, du dahin. Ja, die hierhin, hierhin. Und dann bleibt uns hier genau noch eine frei. Super. Perfekt. Und hier ist die Einsame, die nicht weiß, wo sie hin soll. Aber die wird einen Weg finden. Das ist so. Die Natur findet immer einen Weg. Immer. Guck mal, hier setzen wir immer zwei Stück. Dann wird das hier ein bisschen üppiger. Dann würde ich sagen, hier machen wir zu. Da. Bam, bam. Super. Du musst also dahin wachsen. Du hierhin und du hierhin. Dann können wir hier eine raussetzen für dahin. Also, der Kerlchen, ne? Der hat da schon Schatten. Aber der wird sterben von allein. Hundertprozentig. Weil er kriegt jedes Mal Schaden, wenn er hier die Kante runterspringt. Und die Biene, du bist wie ein Inferno, ne? Ihr zwei seid auch Freunde, ne? Ich hab das Gefühl, ich bin hier im Irrenland, ne? Klar. Ist doch meins. Ist doch normal, dass hier irre, nur irre rumlaufen. So. Komm, du warst für. Ah, komm. Ihr streitet euch einfach für eine Richtung. Ich glaube, du sollst dorthin und du dorthin, ne? Ja, nee. Du sollst dahin, du hierhin und du müsstest hierhin. Kann man so nicht lassen. Die hat gar keine Chance zu wachsen, die Arme. Ja, Moment. Machen wir. Raus. Ja, du Ryan. Samen Ryan. Wir können noch ein bisschen was machen. So, wir gehen, glaube ich, gleich schlafen, ne? Schön wäre noch überall ein paar Fackeln zu machen, aber das ist nicht realistisch, ne? Not realistical. So, pass auf. Wir müssen ihn wieder stören gehen, damit er nicht schlafen kann. Aufstehen, danke. Ja, immer zum Bett rennt, ne? Er tut mir schon irgendwie leid. Naja, aber so ist das halt, ne? Ist ja kein Wunschkonzert, das Ganze. Komm, hau ab. Ich will hier raus. Ach ja. Aber wir haben auch noch ein bisschen was zu machen hier, wie die Kürbisse, ne? Pass auf, du dahin, hier so. Und dann hätte ich dich gern von dort dahin wachsend. Und dann von hier dahin. Und von der Ecke wächst du raus. Dann machen wir hier Duck. Ihr zwei könnt hier hinwachsen. Du bist wieder die Einzelne, die hier hinwächst. Dann machen wir zwei hier. Ja, also zwei müsst ihr schon lassen. Da wachsen nicht hier hin. Dann haben wir dieses Areal noch frei. Da. Dann musst du Endeffekt. Das da geht nicht. Hier wird eine frei bleiben. Außer wir machen es so. Die hier muss weg. Dann kann die dahin wachsen, die hierhin. Und dann hätten wir noch eine für hierhin. Super, dann kann die dahin wachsen. Und dann hätten wir es wieder. Dann ist sie dicht. So machen wir das. Der Erdblöckschle. Den brauchen wir natürlich. Ne? Sonst passt das mit meiner Symmetrie hier nicht. Und bist du nicht eine, die. Könnt ihr euch nicht hier ein bisschen streiten? Doch, komm, wir machen das einfach so. Ihr könnt euch das. Nein! Ihr könnt euch ja streiten. Du wächst dahin, du dahin und du wächst einfach keine Ahnung wohin. Okay, so machen wir das. So, ne, geh hier weg. Hier ist neu angepflanzt, Manny. Spinn's doch. Geh jetzt. Guck nicht so blöd und geh. Komm, weg. Danke. Nein. Hier ist Sperrzone. Nein. Ich schwöre dir, wenn du meine Pflanze kaputt machst, ne? Da ist es. Guckst dir gut an, ne? Schipp geht, sei mal. Du bist einmal gehackt, Junge. So, hier wird tatsächlich. Hau ab. Ja. Hört ihr, habt's gehört? Er springt immer hier runter und der tut sich immer weh. Ich möchte gerne mal wissen, wie viel Life der noch hat. Hier kann dann ruhig zuwachsen, nur die letzte hier, die möchte ich in die andere Richtung wachsen lassen. Super. So, und du bist dann halt. Hier geht's nicht auf, weil, ne, hier werden sie streiten. Ist aber egal. Sollen sie gucken, dass sie klarkommen. Ist ja nicht mein Problem immer, ne? So, nicht immer alles liegt an mir. Das liegt auch an ihnen, ne? So, hier. Tack.
da eine. Hier zwei. Und dann hier eine. Ja, die dorthin, die dahin, die dahin. Dann fehlt hier noch eine für hierhin. Und dann musst du mal kurz gucken, ne? Also du musst dorthin wachsen. So, für das ein bisschen gegenzuwirken, machen wir so. Und dann noch hier noch eine. Und dann ist hier dicht. Ja, so können wir das machen. Cool, 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 cool. So, dann hätte ich dich gerne in die Ecke wachsend und du hierhin. Den bleibt frei. Dann machen wir es hier genau umgedreht, ne? Dorthin. Oh, schon wieder Kürbisse. Meine Güte. Ja, die Folge rennt, ne? Man merkt das, man merkt das. Also, ne, das nimmt schon richtig viel Zeit weg. So, dass die mit die da nicht hinwachsen können und dorthin wachsen soll, dann machen wir das so. Dann würde ich die auch noch gern dort haben. Dann hier eine hin. Hier hin. Die lassen wir frei. Du wächst in die Ecke und die Ecke wächst raus. Super. Und die hier pflanzt man nur, damit die hochwachsen kann, ne? Und hier hätten wir frei. Jo, du komm. Weißt du was? Wir setzen sie einfach. Wir setzen sie tatsächlich einfach. Hier würde ich sagen, da, da, da. Jetzt nicht zu viel Symmetrie reinbringen. Super. Die dahin. Ich glaube, ihr habt das System verstanden, ne? Es ist ja im Endeffekt kinderleicht. Die hier werden sich streiten, ist ja klar. Aber ist nicht schlimm. Das kann man so machen. So, da sind wir hier unten. Und hier immer auf. Wir können aber hier noch eine setzen. Pass auf, aber nur, ne, damit die auch richtig wächst, machen wir das so. Schön. Und hier machen wir noch eine, die mitstreitet. So, hätten wir doch schon mal. Haben wir irgendwo Knochenmehl, dass wir die ein bisschen wachsen lassen können? Das wäre ja schon schön. Muss man wirklich aufpassen, ne? Da ist der Block. Ja, super. Müssen aufpassen, wenn wir die wachsen lassen, ne? Weil nicht, dass die hier Stress machen, ne? Weil wir wissen ja, wenn die ganz klein sind, dann haben die die Tendenz, zwischendurch mal einfach ein bisschen zu nerven. Also die anderen kaputt zu machen, ne? Also wenn wir schon sowas machen, müssen wir es auch so machen, dass jede Pflanze, die im Umkreis steht, also immer eine Etage komplett gemacht ist. Aber das geht ja relativ zügig. Pass auf, ne? Wir helfen ihr ein bisschen nach mit Dünger. Was ja nicht verboten ist. So, ne? Wo ist der Block da? Ja, die lassen sich sehr schwer treffen. Aber ist egal, wir kriegen das hin. So. Jo. Dann sieht es halt schöner, schneller aus, ne? Schöner, schneller aus. Ist schneller, schöner aus. Ja, ja, ist mir schon klar. So, wann kommt der erste? Glaubt ihr, wir kriegen den ersten Pumpkin schon hin, bevor wir oben angekommen sind? Bitte, ihr nicht so viel streiten noch, ne? Wartet, bis ihr alle ausgewachsen seid und dann gucken wir mal. Ich helfe euch schon in die richtige Richtung. Das ist kein Problem. Ist noch ein bisschen Arbeit hier auf dem Feld, ne? Auf Dauer. Aber ist das so? Wer von euch macht sich so viel Mühe, tatsächlich die Felder anzupflanzen? Also das ist ja ein rein Dekofeld, ne? Ist ja nicht fürs zu beernten. Gut, werden wir natürlich trotzdem machen zwischendurch, aber ist ja grundsätzlich Deko. So. Yep. Ja, hin. Bei dir kann nichts passieren, aber man weiß ja nie. So. Dahin. Und ein bisschen hiervon und ein bisschen davon und ein bisschen Salz. Oh, das willst du nicht anraten und du kriegst Pfeffer. So, ein bisschen Kamillentee. Brennnesseljauche. Das habe ich meinen Pflanzen immer gern gegeben. Das hilft wirklich gut. Ja, ja. Da kann ich nur Brennnesselsuppe machen, kann auch Brennnesseljauche machen. Oh, da wächst schon der erste. Ja, ich wollte gerade sagen, der kann nicht nach hinten. Oh, guck, da ist auch schon einer gewachsen. Wahnsinn. Ja, guck mal, ne? Wie die halt sind. Wenn sie einmal groß sind, dann wachsen die auch schnell. Das wird toll. Das wird wirklich toll. Also das hier möchte ich gerne noch ein bisschen durchziehen gerade. Gut, das war's. Mehr können wir nicht durchziehen. Wir haben keinen Knochen mehr. Wir können auch noch ein paar Knochen holen gehen, ne? Komm, wir machen das noch. Wo sind wir in der Zeit? Ja, super. Das kriegen wir noch hin. Das kann man noch machen. Ein, zwei Minuten überziehen kostet jetzt auch nicht die Welt, ne? Solange wir noch Knochen haben, sollte das klappen. Muss ein bisschen aufpassen, ne? Könnte aber hingehen. Immer so machen. 64er Stack machen. Dann geht nicht. 63. Super. Dann gehen wir mal hier. Und dann packe ich den Rest noch da drauf.
Dann habe ich ein bisschen mehr dabei. Ja, ein bisschen getrickst. Könnt ihr jetzt die Kürbiskernen draußen lassen. Aber ich kenne mich ja, wenn ich das jetzt mache. Und ich springe ja hier so wie so ein Hampelmann da rum, ne? Dann habe ich die Pflanze gekillt. So, und dann bin ich aber froh, wenn ich noch irgendwas dabei habe, wenn ich die dann neu pflanzen kann. Ne? Sag mal gesagt dann. Hier? Oh, immer so. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boah, die Hitbox ist aber wirklich unfassbar klein, ne? Hier noch? Schön, ein bisschen aufpassen. Da sind wir doch schon fast oben. Müsst ihr. Nehmen mal die Hitbox. Da. Steht immer hinten dran so leicht, ne? Da steht die immer an. Ne, die steht immer mittig. Immer mittig. Okay. Okay, cool, cool, cool. Immer hinten an der Pflanze steht sie. Okay, soll ich mir mal merken. Dann treffe ich die auch besser. Hier. 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 Die war schon gewachsen. Hast du gut gemacht. Ja, ja, das dauert. Aber das Ergebnis sehen wir, wenn wir so weit sind, Leute. Ne? Guck mal, hier waren auf jeden Fall auf dieser Seite müssen noch ein paar sein. Wir machen ja Stockwerk für Stockwerk, haben wir gesagt. Okay? Also Etage für Etage. Oh jo, Gönner, Gönner, sage ich nur. Guck mal hier. War nochmal hier. Wenn wir Glück haben, reicht das tatsächlich, ne? Aber du bist aber hinten dran, war gesagt. In die falschen Richtung gewachsen, ne? Du bist schon mal die erste, die nicht so spielt, wie sie soll. Wer wundert's? Wer wundert's? Aber wir gucken das, ne? Wenn wir ein paar Tage rum sind, hier helfe ich einfach nur gerne jetzt ein bisschen nach, weil. Hat die jetzt weggemacht oder war da frei? Ich weiß es gerade nicht. Ist mir jetzt auch egal. Ich müsste es auch wissen, ne? Weil ich es gerade erst gemacht habe, aber ich hab's vergessen. Leute, mein Alzheimer greift wieder ein. So ist das halt, ne? Die ist definitiv falsch gewachsen. Habe ich Pumpkins dabei, ja. Das ist ein Steinwachsplatz. Hep. Nicht die Pflanzen kaputt machen. Das ist halt wichtig. So, ne, weiß Bescheid. Du dahin, ne? Hinten dran. So, hier und da noch ein bisschen. Und da ein bisschen. Da ein bisschen. Da ein bisschen. Und ein bisschen hiervon. Und ein bisschen davon. Auch bin ich froh, dass ich diese Farm habe. Man kann aber sagen, was man will. Seitdem wir die Monsterfarm haben, fängt das Spiel erst richtig an, hier gut zu werden. Ne? Also die Monsterfarm hat uns wirklich viel ermöglicht. Nicht nur, dass wir mehr Level haben, für alles zu verzaubern oder teils zu verzaubern. Es hat uns Knochenmehl gegeben. Es gibt uns natürlich die Rüstungen halt auch noch, die wir in den Schmelzofen packen können für Gold. Also, ne, die Raketen haben wir dadurch. Also ich finde das schon richtig geil. Und wehe, kommt ein Creeper oder so. Es ist noch ein bisschen früh. Sie ist noch nicht ganz weg. Wir gehen aber gleich schlafen. Aber da müsste doch eine Pflanze sein. Hier. Super. Ha? Ein bisschen Schiss. Ich hab ein bisschen Schiss. Ja, es steckt halt viel Arbeit drin, ne? Das ist halt das Problem. Ich möchte ja nicht, dass das kaputt gemacht wird durch einen Creeper. Aber ich finde es auch nicht richtig, wenn ich jetzt so einen Creeper-Schutz hier machen würde, ne? Aber gut. Wäre vielleicht besser, ihn zu machen. Und die letzte noch. Er ist nicht mal schlafen gegangen. Das heißt, willst du nicht mal schlafen? Der will jetzt dahin, ne? Nee. Nee, das ist mein Bett. Das ist mein Bett. Das ist mein Bett. Das kriegst du nicht. So, hast Pech. Da soll er frei rumlaufen. Ist mir doch egal. Ne? Hör mal. Nee, 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 nee. Pass auf, jetzt gucken wir nochmal schnell. Ist ja eh hell. Jetzt müssen wir alles haben, hoffentlich, ne? Hopp, 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 hopp. Oh, ist doch schön, das wachsen die. Oh, hier haben wir noch eine ganze Etage, ey. Okay, komm. Ich hab gesagt, ich mach's. Dann zieh ich jetzt auch durch. Ich hab mal überzogen, erste Folge dieser Woche. Toll. Das ist Wahnsinn, weil durch das Überziehen, ne? Das sind immer nur ein paar Minuten hier, ein paar Minuten da. Aber das kostet mir so viel Zeit, im Endeffekt am Tag. Das zu machen. Ich krieg das nicht mal fertig, glaube ich. Oh, wir gucken. Okay. Aber es ist halt wichtig, dass das jetzt mal gemacht ist, ne? Guck, da haben wir nicht so viel Stress.
Weil die Kartoffeln, die brauchen ja auch schon sehr lange, um zu wachsen. Aber ohne Wasser brauchen die ja hier gefühlt 3 Jahre, ne? Bis sie überhaupt mal in der Lage sind, einen Kürbis auszutragen. Ja, die Pflanzen müssen erstmal wachsen. Deswegen helfen wir denen hier nach. Und die anderen haben alle Pech. Die müssen halt einfach gucken, dass sie klarkommen. So. Super. Sieht auch gut aus. Oh, guck mal, hier haben wir schon eine kleine vergessen. Kannst du da auch? Super. Aufpassen, aufpassen. Und dann fliegst du mal hier hin. Super. Oh, doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Komm, schaffst du es bis da auf die Kiste? Ah, den Skeffy Tower muss aber mal weg. Au, au, au. Meins. Das ist alles. Meins. Okay, doch, das sieht gut aus, Leute. Guck mal hier, das fügt sich doch super ein. Das Orange mit dem Roten und dem Grünen, ne? Und hinten dieses Lila. Finde ich toll. Fällt mir wirklich. So, Thumbnail. Bam, gemacht für heute. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben ein Kürbisfeld. Yes, jetzt fehlen nur noch ein paar weitere, ne? Und das machen wir in dieser Woche hoffentlich komplett fertig. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.